Und die nächste Wandertour folgt, genau. Diesmal bin ich im Waldgebiet Lückte unterwegs. Los geht's nach dem Intro. Herzlich willkommen auf backout.de. Genau. Und schon ist die nächste Tour hier am Start. Diesmal im Waldgebiet Lückte. Hier soll ein alter Steinbruch sein. Ich denke, da kann man schöne Fotos machen. Genau. Die Tour ist auch nicht allzu lang. Mit 6 Kilometern. Also eigentlich gut machbar. Ich muss jetzt trotzdem noch mal gucken. 6,3 Kilometer ist es. Bei meinem Glück wird es natürlich wieder etwas mehr. Ich würde sagen, wir starten. Der Plan für heute war ja eigentlich eine schöne, gechillte Tour. Ohne viele Höhenmeter, ohne bergauf oder so. Weil ich hatte ja Mythenweg in Lückte, Köserberg bergauf. Ja, der Plan geht nicht auf. Der Plan geht absolut nicht auf. Gleich zum Start geht's hoch. Aber was soll's? Auf geht's! Die ersten 1,8 Kilometer sind geschafft. Ich mache gerade eine Pause. Ich war so ein bisschen erschrocken. Ihr könnt es im Hintergrund sehen, weil da plötzlich so eine Hütte steht. Ja, die Hütte ist einfach nur ein kleiner Schießstand. Genau. Ich mache jetzt kurz eine Pause und dann geht es weiter. Die Sonne kommt raus. Ist das nicht schön? Ja. So. Ihr habt es ja gesehen. Berg hoch, Berg runter. Berg hoch. Genau, so sieht's aus. Berg hoch geht es gleich wieder. Was kleines Zwischenfazit. Dieser A3. Echt schlecht ausgeschildert. Ich habe jetzt gerade mal hier wieder ein Schild an der Birke. Aber im Großen und Ganzen ist der echt schlecht ausgeschildert. Ist eigentlich sehr schade. Sehr schade. Hätte man vielleicht auch doch etwas besser machen können. Ja, genau. Den Berg runter, also da auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Da. Koordinationsschwierigkeiten. Da. Wo jetzt gleich? Kommt ein Auto? Ne, kommt kein Auto. Da konnte ich nicht filmen, weil da ein Herr an seinem Auto stand. Und ihr wisst ja, das ganze Datenschutz und Gedöns. Ja. Wisst ihr Bescheid. Deswegen kann ich euch meine Straßenüberquerung leider nicht filmen. Ja, man muss hier die voll befahrene Straße überqueren. Also viel Verkehr ist ja nicht. Aber auf der Straße sind 100 erlaubt. Ich bin ja vorhin selber gefahren. Und
bei der Kurve, die da war, sieht man halt schlecht, ob da ein Auto kommt oder nicht. Da muss man sich echt auf sein Gehör verlassen. So quasi. Ja. Aber es ist wieder echt toll. Echt schön. Und Sonne. Sonne. Schöne Sonne. Und natürlich auch wieder, wie soll es anders sein, Hügel hoch. Hügel hoch. Ja, Berg sage ich nicht mehr, weil ihr habt das ja miterlebt auf dem Köterberg. Da war ja, das war Berg. Jetzt ist das hier nur noch Hügel. Hügel. Ach, trotzdem anstrengend. Also, ich bin hier am 2. Mai den Mythenweg gelaufen. Gestern am 3. Mai den Köterberg. Und jetzt, logischerweise am 4. Mai, laufe ich mal eben die 6 Kilometer hier Schwalenberg. Ja, aber morgen ist Freitag, das heißt, ich kann mich morgen mal ein kleines bisschen erholen. Also wenn ihr das seht, ist natürlich Mittwoch. Ja. Dann habe ich jetzt, nur mal so nebenbei, so ein bisschen Real Talk, den Teil der Wanderung live auf TikTok gemacht. Auch mal eine ganz neue Erfahrung für mich. Da kann man nicht plötzlich mal auf Pause drücken, wenn man nicht mehr kann. Doch, war toll. Also, wenn ihr sowas auch mal live sehen möchtet oder mit auf Wandertour live möchtet, dann schaut mal auf TikTok vorbei, auf meinem Profil. Der Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Ich bin definitiv noch richtig. Ja. Denn es gab mal wieder Schildchen. Oh. Ja, mit den Schildern, ich weiß nicht. So manchmal ist das echt komisch. Echt, echt komisch. Aber macht ja nichts. Wir haben ja Zeit und können uns gemütlich unseren Weg suchen. Meine Uhr sagt 5,6 Kilometer haben wir. Ja, immerhin. Könnten ja fast schon die 6,3 werden, wenn es denn nicht noch einen unvorhergesehenen Umweg gibt. Wie es ja meistens so ist. Ich würde sagen, wir starten weiter. Thank you.
So Leute, die erste Bank nach 6 Kilometern. Pause. Meine Pause beendet. Ich habe jetzt mal was gefunden. Finde ich gut. Finde ich echt gut. Du brauchst für den Besuch dieser Anlage nichts zu bezahlen. Wir haben aber auch kein Geld, um den Schaden zu beseitigen, den du verursachst. Denk da mal drüber nach. Das heißt, nehmt doch einfach euren Müll, den ihr mitbringt. Nehmt den einfach wieder mit nach Hause. Mache ich auch so. Weil Mülleimer gibt es ja keinen. So, also kommt der Müll wieder mit, den ich ja sowieso schon, oder den ich ja fabriziert habe. Ne? Wobei, ich habe alles immer in irgendwelchen Brotdosen. Ich habe also eigentlich gar keinen Müll. So, weiter geht's auf den A3. Da ist das Schild. Also unser Wegweiser. Ach, die Sonne ist so herrlich heute wieder. Richtig, richtig schön. Oh. Ja, hier ist so eine kleine Forstarbeiterhütte. Wagen. Ja. Genau. Richtig, richtig schön. Jetzt haben wir ja nur noch, auf die Uhr gucken, ein paar Kilometer vor uns. Also nicht so weit. Also sollten wir es fast geschafft haben. Ich würde sagen, bis gleich. So, hier ist es etwas lichter. Oh, schön Sonne. Schöne Sonne. Heute ist wieder echt so ein richtig guter Tag zum Wandern. Das muss ich zugeben. Oh, herrlich. Kann nicht besser sein. Macht richtig Spaß. Ja. Schön. Schön, schön, schön. Schön, schön. Schön, oder? Die Vögel und Natur und Ruhe. Und natürlich bergab. Bergab. Oh. Wobei hier auf diesem Schotterweg hier, so ein Splitweg, ist das schon, kommt man ein bisschen, doch so ein bisschen ins Rutschen. Aber ist okay. Es ist okay. Paar Meterchen haben wir noch. Ich würde sagen, let's go. So. Jetzt geht es wieder etwas in den Wald hinein. Guck mal, schöne Fichten. Schön, schön, schön. Traumhaft. Echt, echt traumhaft. Schatten. Es ist doch, also ich muss ja sagen, die Sonne prasselt schon ganz schön. Das muss ich zugeben. Oh, Schatten. Schattenspendende Bäume. Gibt doch nichts Besseres. Echt geil. Die letzten 3 Wandertouren, die ich gemacht habe, waren wieder richtig Hammer. Habe ich mir mal wieder gut ausgesucht. Auch wenn manche hart waren und andere weniger hart, aber doch, es lohnt sich. Es lohnt sich definitiv.
einfach mal raus, einfach mal genießen. Besser kann man es doch eigentlich nicht haben. Oh. So, soweit ist es jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Also es müssten jetzt noch guten Kilometer sein. Dann müssten wir das Ziel erreicht haben. Guck mal, hier haben sie Bäume im Kreis gepflanzt. Was da wohl mal der Plan war, wer weiß, werden wir wohl nie erfahren. Oh. Nein, auch das Schöne hier ist, es gibt ja einige kleine Bäche und echt, das ist richtig, richtig Natur, richtig schön. Obwohl man es bis zur Bundesstraße gar nicht weit hat. Also man ist gar nicht so weit von der Bundesstraße weg. Ne, hin und wieder hört man die Autos. Ja. Trotzdem ist das richtig schön idyllisch. Kann ich nicht anders sagen. Also auch diese Tour kann ich eigentlich nur empfehlen. Sehr sportlich muss man jetzt nicht sein. Die Höhenmeter bergauf, bergab, das hält sich eigentlich in Grenzen. Klar, es gibt so ein paar Anstiege, aber die sind nicht ganz so schlimm. Wenn man Zeit hat und sich nicht hetzt, dann schafft man die ohne Probleme. Ja, trotzdem, ein fester Schritt ist manchmal nicht ganz so schlecht. Ja, also einen festen Schritt sollte man schon haben. Gerade hier auf diesem Schotter, der ist doch ziemlich rutschig. Genau, und ich sehe jetzt schon die Bundesstraße. Ich würde sagen, bis gleich. Wir sind am Startpunkt wieder angekommen. Geschafft. 6,3 Kilometer. Für mich sind es ein paar mehr, weil ich ja immer Kamera wiederholen muss. Aber es sind 6,3 Kilometer. Das passt also. Ah. Hier können wir jetzt natürlich folgen, also abonnieren, dass ihr kein Video mehr verpasst. Hat euch das Video gefallen, dann schenkt mir einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, träumt euer Abenteuer, lebt es.